Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem fantastischen Revanche-Match zwischen Phoenix King und Reaper. Wir haben sie ja letztens in dem Hexfeld-Turnier gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht aus dem Hexfeld-Turnier, sondern möglicherweise aus der neu gestarteten Hamsterliga. Die werde ich auch in den nächsten Tagen auch nochmal vorstellen. Und hier sieht das Match aber ein bisschen anders aus, denn Phoenix King kommt nicht wie so häufig mit dem Phönixkönig und den Hochelfen in die Schlacht, sondern mit ihren dunklen Druki-Brüdern. Falls ihr tolle Multiplayer-Matchups mögt, hier gibt es fast täglich was, News, Multiplayer-Matchups und Kampagne zu Total Warhammer. Und wenn ihr auf den MMOGA-Shop geht, kriegt ihr auch das ganze Zeug günstig. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Also lasst gerne Daumen hoch da, Abos und Kommentare. Es macht einen Unterschied. So, auf der anderen Seite sehen wir Reaper mit. Dieses Mal hat er diesmal die Hochelfen mitgenommen. Na dann, ein kleiner Blick in die Armeen. Hochelfen kommen mit einem Itilmar-Streitwagen. Das ist der günstige. Nicht der Löwenstreitwagen von Shast, der noch rüstungsdurchdringenden Schaden in großen Mengen mitbringen. Wir haben Anti-Infanterie in Form von Grenzläufern, also das sind die Sturminfanterie. Wir haben Linieninfanterie mit Speerträgern, die halten ganz gut. Im Hintergrund haben wir einige günstige Bogenschützen, die werden im Hintergrund noch weiter von weiteren Bogenschützen gesichert. Und wenn ihr euch meine Tutorials angesehen habt, ist das ja so eine typische Formation, hier im Zentrum eben eure Fernkämpfer zu schützen. Hier ein bisschen was auf der linken, auf der rechten Flanke, vorne und hinten Schutz. Und ganz weit an den Flanken sind die mobilen Einheiten. Silberhelme, um gegnerische Fernkämpfer zu stören und noch mehr Streitwagen. Und sogar noch ein bisschen sneaky im Hintergrund, illyrianische Grenzreiter auf zwei Seiten platziert. Als General haben wir Teknis, meine Güte. Ich glaube, es ist der Bruder des Phönixkönigs. Wie passend. Er hat eine Menge Heilung dabei, kann sich selbst mit dem Charoi-Trank heilen. Gebundene flammende Konvokation, gut um gegnerische leicht gepanzerte Infanterie kaputt zu machen. Und ja, da kann schon einiges gehen damit. Bisschen Fernkampf, bisschen Infanterie, bisschen Anti-Infanterie, bisschen Streitwagen. Auf der Seite vom Phoenix King sehen wir eine ganz interessante Armee. Wir haben ein paar Schreckenspeere, ein paar Hexenkriegerinnen. Die sind immer toll, um gegnerische Kavallerie aufzuhalten, gegnerische Infanterie festzuhalten über die Randale-Eigenschaft. Wir haben einige Dunkeldornen und sogar die Speerbestien-Dunkeldornen, die gegnerische Schilde zerbrechen. Einmal Slanish Sammler, die legendären, die können sehr, sehr gut sein. Jetzt allerdings sind sie nicht mehr gut. Ja, weil ihr müsst nur ein beliebiges Infanterie-Regiment nehmen mit halbwegs ordentlichen Angriffsbonus und schickt sie in den Gegenangriff gegen Slanish Sammler und die sind tot. Ich bin mal gespannt, ob wir das hier sehen werden. Und ansonsten aber sehr schön, klingende Blutkönigin, das legendäre Henker-Regiment. Wow. 58 Nahkampfangriff, 43 Abwehr, 100 Rüstung. Die hauen richtig rein. Bonus gegen Infanterie von 14. Außerdem mit Beschützer des Königs ausgestattet und Raserei. Die werden alles, was diese Dunkelelfen haben, hier vollkommen vernichten. Und nicht nur das, ist noch ein zweites Henker von Haganeth-Regiment dabei. Absolut mega auf Anti-Infanterie gesetzt. Ich weiß nicht, was in Phoenix Kings Kopf hier gefahren ist, aber das könnte funktionieren, wenn er sich von den Streitwagen der Hochelfen und seinen Fernkämpfern nicht auseinanderschießen lässt. Wer ist der General? Als General haben wir Malekith, höchstpersönlich. Er hat den Blick der Niedertracht dabei. Einer der besten Zaubersprüche gegen leicht gepanzerte, enggepackte Infanterie, Seelenräuber als Soul Steel und Heilung und Frostwind. Eine Menge nette Zaubersprüche. Let's go. Let's go. Reaper beginnt bereits, wie zu erwarten, mit den Bogenschützen wichtige Truppen zu beschießen. Ihr seht auch ein Elite-Regiment, wie die Henker von Haganeth nehmen schnell viel Schaden, wenn sie von 4-5 Regimentern Bogenschützen beschossen werden. Im Hintergrund sehen wir Slanish Sammler in den Kampf gegen die Silberhelme, gegen Kabri, gegen Kabris. Sogar halbwegs ein ordentlicher Kampf, aber seht, Slanish Sammler vertragen auch hier keinen Ansturmbonus und die Silberhelme haben wirklich viel. Da hat jetzt auch der Blick der Niedertracht oder was das ist, vor der Schmerzen, nicht so viel geholfen. Sie sollten, eigentlich ist es immer eine gute Idee, auch gleich die Heilung reinzuhauen, weil die Slanish Sammler ansonsten sehr viel Lebensenergie verlieren. Sie werden das gewinnen auf Dauer, aber das ist eigentlich nicht die Menge an Schaden, die ihr nehmen wollt mit euren Slanish Sammlern indirekt zu einem Engagement. Der Kampf geht weiter. Oh meine Güte, da kommt der Flammensäulen-Phönix.
wollte die Henker von Hagar Ness schnappen, aber er hat es nicht geschafft. Die Klingen der Blutkönigin sind bereits weiter in den Bogenschützen von Reaper drin. Die Hochelfen müssen diese Bogenschützen zurückziehen, um aus der Entfernung weiter zu schießen. Die Fernkämpfer haben sich ausgezahlt. Das erste Henkerregiment hat bereits keine Luft mehr und wir sehen es, keine Luft mehr. Und sie sind bereits auf der Flucht, aber die große Gefahr für die Hochelfen geht von diesen Klingen der Blutkönigin Regiment momentan aus. Und meine Güte, das ist ja nochmal ein Henkerregiment. Das habe ich gar nicht gesehen. Nochmal eines ist dabei. Die Speerträger werden anscheinend geheilt, aber so richtig viel bringt das ja nicht. Okay, sie können sich gerade so gegenheilen, aber nicht so ganz und sie werden natürlich trotzdem fliehen. Das wird das Unvermeidliche nur ein wenig weiter hinauszögern. Das Spiel ist allerdings immer noch relativ ausgeglichen. Wir sehen, in der Frontlinie sind einmal Henker von Hagenet vernichtet worden im Austausch gegen einige Speerträger. Hier wurden die Landessammlerholfer, Runenleser dann doch ziemlich durchaus Silberhelm auseinandergenommen. Ich frage mich, ob das vor dem Patch auch so gewesen wäre oder ob die Situation auch dann anders gelaufen wäre, jetzt seit die Art und Weise, wie angegriffen wird, anders berechnet wird. Aber ist kein guter Trade-off. Allerdings ist die Hochelfenformation ziemlich gebrochen. Es sind noch zwei extrem elitäre Regimenter der Dunkelelfen auf dem Schlachtfeld. Henker von Hagar-Neth und natürlich sind alle Generäle noch dabei. Und sobald die Slaanesh-Sammler wieder im Kampf sind, die gerade hier im Hintergrund hoffentlich direkt wieder aktiviert werden, irgendwas anderes anzugreifen, sehen wir vielleicht wieder Action. Mal sehen. Okay, sie versuchen hier von der Flanke in die Grenzläufer reinzulaufen. Sind ja eines der schnellsten Regimenter, die es kavalleriemäßig gibt. Aber ihr habt gesehen, sie sind nur so halb reingestürmt und ein bisschen aufgehalten worden. Weil halt irgendwie gegnerische Kavallerie ja nicht mehr so weit weggestoßen wird, die Kavallerie nicht so stark eindringen kann in gegnerische Infanterieeinheiten, machen diese Angriffe einfach viel, viel weniger Schaden als für die Streitwagen. Dafür super geil. Also die sind ja, glaube ich, gebufft worden mit dem neuen Patch und wir sehen auch, wie viel Marschstreitwagen es stand einfach hier drin und auf einmal sind trotzdem zwei Speerbestien neben ihm zerplatzt. Weiß keiner so genau warum. Vermutlich haben die Pferde auch irgendwie psionische Fähigkeiten. Ich meine, es sind Moorpferde der Hochelfen. Ja, das ist ja so zu erwarten. Wie sieht's in der restlichen Situation aus? Die Henker von Hagar-Neth, die elitären Henker, haben sich wieder zurückgezogen, wollten nicht mehr weiter Bogenschützen hinterherlaufen, was eine gute Idee ist. Sie werden hier im Zentrum gebraucht, um den Rest der Armee zu unterstützen. Auf der linken Flanke leiden Hexenkriegerinnen und Grenzläufer auf ähnlichem Maße. Und die Henker von Hagar-Neth haben sich mittlerweile durch zwei oder drei gegnerische Regimente geschlachtet, 143 feindliche Hochelfen getötet und 970 Schadenswert reingehauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen. Und es sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so übel aus für die Dunkelelfen. Es könnte für die Dunkelelfen gut ausgehen, wenn sie in der Lage sind. Aber was sehen wir jetzt hier? Jetzt sehen wir den Seelenräuber und erneut das Wort der Schmerzen. Und dieses Mal, durch diese Kombination, können die Slaanesh-Sammler den Ansturmschaden, den die gegnerischen Illyrianischen Reiter gemacht haben, absorbieren. Und sie haben tatsächlich 1200 Schadenswert mittlerweile gemacht, also nicht übel. Die Frage ist, werden sie hier überleben? Ich hatte das Gefühl, die hatten schon in der Vergangenheit ein bisschen bessere Performance. Naja, aber okay. Die Slaanesh-Sammler sind absolut essentiell für den weiteren Verlauf der Schlacht für die Dunkelelfen, denn die Hochelfen haben noch eine ganze Menge Fernkämpfe auf dem Schlachtfeld und so könnten prinzipiell die Dunkelelfen mit ihren Eliteeinheiten für den Rest des Spiels gekitet werden. Und so können dann auch diese sehr, sehr teuren Klingen der Blutkönigin einfach aus der Entfernung ausgeschaltet werden. Dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass das Kräftefeld ist momentan zugunsten der Dunkelelfen steht, wenn die Dunkelelfen aus der Entfernung von billigen Einheiten zerschossen werden. Der Maike ist auch noch da. Und die Schlacht hier im Zentrum geht auf jeden Fall zugunsten der Dunkelelfen aus. Und Slaanesh-Sammler, ich meine, sie haben ziemlich gelitten, aber sie haben 1400 Schadenswert gemacht, damit haben sie ihre Einkaufskosten reingeholt. Vermutlich wäre es interessanter gewesen, sie auf die gegnerischen Fernkämpfer zu schicken, die auf jeden Fall nun die große Gefahr darstellen und sie sind positioniert und werden jetzt anfangen, ein Dunkelelfenregiment nach dem anderen zu zerlegen. Bogenschützen, 340 Schadenswert. Was haben wir hier? 300 Schadenswert. Ist nicht so super mega hoch bisher. 500 Schadenswert.
Aber irgendwo muss der ganze Schaden an den Henkern von der Haganeths Henker gemacht worden sein. Das haben auch irgendwelche Bogenschützen gemacht. Und die können immer noch mehr rausholen, auf jeden Fall. Im Hintergrund nochmal ein Regiment Bogenschützen. Wie viel Schadenswert haben die rausgeholt mittlerweile? Insgesamt 750. Die haben wohl den höchsten Teil des Schadens gemacht. Oh, Technis ist ein bisschen unter Druck. Malekith hat sich gedacht, den will ich eigentlich nicht. Ich will doch der Phönixkönig sein, aber Technis ist doch nicht der Phönixkönig. Halt, Moment. Nee, Tyrion ist der Phönixkönig. Oh je, ich bin nicht so fest in der Warmer Lore. Ich kann euch mehr über die Primarchen der 20-18 Legion der Space Marines sagen. Checklist ist kein super guter Nahkampfcharakter. Aber wenn Malekith abgelenkt ist mit diesem Streitwagen, kriegt man ein paar kostenlose Schläge rein. Odious Druki. Ist nicht stinkigen Druki vermutlich, was er da gerade gesagt hat. Oh je, im Hintergrund ziemlich großes Problem. Reaper hat nicht aufgepasst. Die Henker von Haganeth schnetzeln sich durch ihr nächstes Opfer. Und Tolo Warmer sieht einfach klasse aus. Vor allem, wenn Elfen geschnetzelt werden. Elfen geschnetzelt ist. Das machen die Henker. 248 Kills bei 1300 Schadenswert. Ich glaube, sie haben ihren Wert immer noch nicht reingeholt. Die kosten ja 1400. Oder die legendären kosten 1400. Die normalen kosten, glaube ich, 1200. Ansturm! Auf Malekith! Das hat keinen Zweck. Malekith ist genervt worden. Gedebufft worden vom Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr runter. Und er ist aber trotzdem immer noch super stark. Selbst der Debuff durch... wie heißt denn das Ding nochmal? Gucken wir uns gleich mal an. Oh, Teclis geht rein. Teclis geht leider ein. Da will er nicht sein. Hat er noch einen Charoy-Trank übrig, um sich zu heilen? Unser Magier-Nahkampf-Hybrid. Entkräftung heißt das Ding. Dann würde er jetzt vielleicht noch am Leben bleiben. Ich meine, okay, wenn die Bogenschützen die Blutkönigin noch töten, ist vielleicht noch was drin. Aber wenn Teclis jetzt stirbt, man sieht sich mal die ganze Führerschaft der... Oh, die Führerschaft der Hochelfen an, die bricht schon zusammen und... Das war's. Das war's. Teclis und die Henker von Haganeth hatten zusammen einfach einen viel zu hohen Wert im Vergleich zu den restlichen günstigen Einheiten, die Reaper mitgenommen hat. Interessante Armee von Reaper hier. Nicht wirklich viele Einheiten dabei gehabt, die es zu heilen lohnt. Höchstens die IT-Marsch-Streitwagen. Das habe ich jetzt aber hier nicht so richtig eingesetzt gesehen. Phoenix King mit einer ziemlich klaren Armee vorgegangen. Drei Henker von Haganeth gingen vor. Mehr oder weniger nur zwei kamen durch. Das dritte Regiment wurde zerschossen, bevor es großen Schaden angerichtet hat. Aber die anderen zwei haben einfach absolut Desaster verursacht in der Hochelfenlinie. Und irgendwie waren die Streitwagen nicht so richtig dort, wo sie, ja, wo man sie, wo die Hochelfen sie gebraucht hätten, nämlich in der Vernichtung der Henker von Haganeth. Und das hat ihnen, ja, das hat Reaper hier wahrscheinlich den Großteil des Spiels gekostet. Die Sladesammler waren okay. Ich meine, okay, zweimal einmal Silberhelme, einmal illyrianische Grenzreiter kaputt machen ist nicht schlecht. Ja. Und mehr oder weniger, die Henker haben alles erledigt. Reaper hätte wahrscheinlich sich noch ein bisschen aufsplitten sollen, ein bisschen weiter zurückgehen, gerade mit den Bogenschützen, bevor sie von den Henkern gefangen worden sind, aber da muss man natürlich auch noch dran denken. Dann hätte er diese zwei übrigen, es wären ja nur noch zwei übrige Henker von Haganeth da gewesen, die Hexenkriegerin wären durch die Grenzläufer erledigt worden, dann hätten wir hier zwei Henker gegen 1, 2, 3, 4 Fernkampfregimente unterwegs gewesen und die hätten wahrscheinlich die restlichen dann auch noch erschossen, aber an so ein Micromanagement muss man auch denken und in der Lage sein, es umzusetzen. Und das ist natürlich alles in dem Moment, an dem man Start drückt. Man drückt Start, man hat irgendwie so einen Plan mit der Armee. Die Armee von Reaper war wahrscheinlich eher ein bisschen anstürmend, mega geplant. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Und dann sieht er auf einmal hier so eine langsame, starke Front auf ihn zulaufen. Und dann direkt seinen Plan zu ändern, das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay, und damit ist Phoenix King hier. Er hat ja einen Sieg zurückgeholt. Und das freut mich natürlich sehr für ihn. Danke für das Einsenden des Replays. Ich bedanke mich an diese zwei guten Spieler. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und bis zum nächsten Mal.